Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ich für meine Holzmann TK255 Tischkreissäge ein Untergestell baue. Leider ist noch nicht ganz fertig, daraus werden zwei Teile. Ich zeige euch mal in der Zeichnung, den kann man sehen, ist ein bisschen verknüllt schon die Zeichnung, aber spielt ja keine Rolle. Also es wird ein Korpus und dann kommen hier Schubladen dran und die oberste Schublade, die hat einen Trick. Und zwar ist die oben ja offen, weil da die Tischkreissäge ihren Staub verliert. Und ich kann die Schublade rausziehen und aussaugen. Hat sich ja nicht so ein Problem, dass sich der ganze Staub unter der Tischkreissäge sammelt. Tut er zwar immer noch, aber ich werde ihn ganz schnell los, ohne die Tischkreissäge zu berühren. Ja, ich zeige euch mal kurz, wie weit ich bis jetzt bin. Den Rest gibt es nächste Woche an gleicher Stelle. Samstag, 8 Uhr, wie immer auf meinem Kanal. Ja, ich zeige euch das jetzt mal und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Daumen hoch natürlich immer. Und wenn ihr noch nicht abonniert seid, natürlich auch das Abo. So, viel Spaß bei dem Video. So, dann starten wir mal mit dem Zusägen. Ich habe schon was vorbereitet, da ich nicht so eine lange Anlegekante habe und ja wie gesagt auch keine Führungsschiene für meine kleine Handkreissäge. Ach ja, die habe ich euch auch schon mal vorgestellt, verlinke euch auch wieder oben im Eck. Ich habe mir so eine Latte genommen, habe das jetzt ausgemessen. Muss natürlich mal berücksichtigen, dass das Sägeblatt nicht genau an der Kante ist. Also habe ich jetzt das so angespannt, dass ich da eben so 2,5 cm überstangend habe zu meiner Weitenstärke. Weil die Platten sind so groß, dass ich damit echt nicht hantieren kann. Ich hoffe jetzt, dass es so klappt. Ich habe meine Absaugung vorbereitet. Mein Plan, was ich zusägen muss. Ja, und dann nehmen wir mal los, ne? Als nächsten Arbeitsschritt werde ich genau diese Fräsung so machen. Heißt, ihr könnt sehen, ich nehme eine Seite, mache da eine richtig tiefe Nut rein und habe dann quasi als volles Brett die Feder. Und dann werde ich das so aneinander fügen und dies noch mit einem Flachdübel verbinden. Also es ist dann richtig eine feste Verbindung und sieht dann auch noch gut aus, weil wenn man von der Seite sieht, so eine ganz knappe helle Kante, die werde ich mir noch ordentlich ab eine Faser ranfräsen. Das ist eine richtig schöne Verbindung. Ich werde es mal ausprobieren. Ich habe das eben schon an dem Musterstück probiert, das in einem Zug durchzufräsen. Hat super funktioniert. Ich mache es jetzt auch mit den großen Brettern so. Ich hoffe, ich habe genug Platz an links und rechts von der Fräse. Und dann sollte das so funktionieren. Ja, ich mache euch ein bisschen dichter ran, damit ihr das sehen könnt. Und wenn das so alles funktioniert, dann mache ich es natürlich auch als einen Schnellvorschub, damit es nicht zu langweilig wird. Also, schaut zu. Nachdem nun überall die Falz dran ist, muss ich jetzt noch mir hier oben eine Blende und hier unten eine Blende zusägen. Ich habe hier ein Brett schon gemacht, auf beiden Seiten die Falz angefräst. Säge mir jetzt 18 Meter runter, inklusive Falz, also mal kurz hier gezeigt. Hier unten könnt ihr es sehen. Also wird das so breit, heißt, das eigentliche Holzstück, wo noch mehr Holz da ist, wird 16 Meter sein. Ich denke mal, das sollte reichen. Es kommt ja oben und unten auch eine Platte, also oben auf der Wie nennt man das nochmal? Oben auf dem Unterschrank, Unterschrank heißt das Wort, und unten drunter auch, und das bringt ja auch noch ordentlich Stabilität. Also das ist ja eigentlich nur eine Zierleiste, die quasi den ganzen Kasten zusammenhält. So, ich säge das mal kurz runter auf 18 Meter und dann geht es weiter mit dem Zusammenbau. So, jetzt geht es darum, die Sachen zu verbinden. Ich habe die jetzt mal flach gelegt. Hier ist die Lücke. Jetzt fange ich mir das natürlich schön eng zusammen, weil ich will es ja jetzt auch mit Flachdübeln machen.
Da ist schön oben und unten bündig. Machen wir dann da Markierung. Ich überlege gerade, wo ich mir die Markierung mache. Am besten kratze ich mir die hier rein bei Siebdruck. Weil mit dem Bleistift komme ich nicht weit. Ne? Das heißt, man ist sowieso von innen. Also ich kratze mir das jetzt mal hier rein. Damit ich gleich weiß, wo ich fräsen muss. Angefangen zu fräsen. Ach, Absaugung vergessen. Sonst staubt mir das so doll. Also einmal Absaugung hinten drin. Und schon geht's los. Jetzt gucken, ob ich richtig fräse, bevor ich es falsch mache. Das ist die Bodenplatte. Da kommt das so ran und hier von oben. Richtig. Weiter geht's. Das klappt nicht, wie ich mir das vorstelle, weil bevor wir jetzt hier alles nachher falsch machen, nur einmal testen. Dann kannst du ja mal Probe zusammenstecken. Ja, war eben doch falsch gefräst. Ne? Und zwar habe ich ja für die Fräsung in den Boden, habe ich ja quasi die untere Platte als Referenz genommen. Und jetzt habe ich eben bei den anderen in die Seitenteile ja den Anschlag als Referenz genommen. Das geht natürlich nicht. Und da habe ich jetzt einen Versatz von 1 mm. Ich habe jetzt in die falsch gefrästen Löcher jetzt Dübel eingeleimt. Die muss ich nachher ein bisschen wegmachen oder flach machen. Und dann muss ich nochmal neu fräsen. Ich hoffe, das hält trotzdem, aber es wird definitiv halten, weil ich habe die jetzt auch nicht verleimt. Ich habe jetzt meinen Schiebeschlitten als Referenz genommen, also die Kante, und muss jetzt so fräsen. Und dann sollte es passen. Man lernt eben immer dazu. Und durch Fehler sind keine Fehler, sondern Erfahrungen. Ach ja, den Schiebeschlitten habe ich auch schon mal gebaut. Verlinke ich mal oben im Eck. So, die Seiten passt, wie ihr seht. Jetzt geht es natürlich noch die Verblendung oben und unten reinzusetzen. Hier wird natürlich jetzt eine Schnittkante vorne, aber ich glaube, es sieht auch ganz geil aus. Wenn wirklich die Schubladen blenden, wird ja wahrscheinlich aus, ich will kurz MDF bauen, so wie quasi wie die Front von meinem Absauganschlag. Und dann mit den schwarzen Kanten und mit den holzfarbenen Kanten, ich glaube, das könnte schon ganz geil aussehen. Dann baue ich da schöne Griffe dafür. Und das sollte so passen. Jetzt werde ich die noch hier einpassen. Die werde ich jetzt auch mit Flachdübeln versenken. Ja, und dann können wir zusammenbauen. Dann muss ich noch den Boden und die Decke einpassen. Und dann ist der Kasten erstmal soweit fertig. Schubladen, wie gesagt, baue ich im zweiten Teil des Videos. Also das ist ein bisschen aufwendiger. Und dann muss ich erstmal ein bisschen was vorbereiten und das machen. Ne? Aber erstmal jetzt zusammenbauen und die Blend einpassen. So, jetzt alles vorbereitet. Jetzt brauchen wir nur noch verleimen. Die Dübel sitzen alle. Ich hatte schon vorbereitet. Ich hatte schon die Dübel in die Bodenplatte. Quatsch, ist die Rückwand in die Rückwand eingeleimt. Und jetzt mache ich noch auf die alle freien Flächen ordentlich Leim. Natürlich auch hier in die Fräsung und dort in die Fräsung. Ja, dann setze ich oben die Leisten ein. Und dann zwingen wir uns das alles so ein bisschen zusammen. Und dann wird es über Nacht trocken bleiben und dann können wir die oberen Kanten und die Bodenplatte einbauen. Ja, ich mache einfach mal und ihr schaut weiter zu. Thank you.
verpasst. Jetzt geht es noch, die entsprechenden Dübel zu versenken. Ich habe jetzt schon angezeichnet, jetzt muss ich echt nur noch die Flachdübel reinhauen. Ja, ordentlich wieder fräsen. Und dann ist das Ding eigentlich schon für mich fertig. Dann ist auf jeden Fall der Boden schon dicht. Oben mache ich hier nur Leisten drumherum. Ja, wir kommen langsam zum Ende des Korpus, weil die Schubladen fehlen noch. Wir kommen im zweiten Teil, den ich euch unten verlinken werde. Ihr seht, passt gut. So, der Korpus ist soweit fertig. Ihr seht ihn da unten. Jetzt will ich hier noch ein Brett einfassen. Da ein Brett einfassen, da ein Brett. Also wirklich nur so circa 10 cm breit, damit die Innenteil frei bleibt. Weil es kommt dann ja Schubladen da rein. Also jetzt mache ich die Innenteile. So, habe jetzt alles perfekt eingefasst. Ihr seht, sieht jetzt richtig gut. Jetzt muss ich es noch verleimen und die einzelnen Bretter noch mit Flachdübeln aneinander verbinden. Also ich mache mal weiter und ihr schaut zu. So, ich will mal kurz zeigen, wie weit ich jetzt schon bin. Also, der Korpus steht komplett, der Boden ist drin, die Seitenwände sind drin. Oben die quasi Aufhängung, wo nachher die Tischkasse hier raufgestellt wird, steht. Ist ein Rahmen, ihr seht, noch trocknet es, noch ist es nicht ganz fertig. Ist ein Rahmen, den habe ich zusammengesetzt aus 4 Teilen, weil ich wollte einfach Holz sparen. Ich hätte natürlich auch ein ganzes Teil nehmen können und das einfach aussägen, aber war schon clever genug, ich wollte Holz sparen. So, und zwar, was kann ich da noch erzählen? Ihr seht vielleicht, die Eckverbindungen sind ein bisschen besonders. Man sieht das Holz quasi nicht. Ich habe das 19 x 19 mm ausgefräst und habe dann die Platte, die raufkommt, quasi versenkt. Als Verbindung habe ich einen Dübel gesetzt, einen Flachdübel. In alle möglichen Verbindungen, also in jede Ecke, überall so Flachdübel. Man sieht sie nicht. Noch ist ein bisschen staubig drin, aber ich mache ein bisschen Staub weg. Ihr seht, es ist eine perfekte Ecke geworden. Es ist richtig, richtig gut. Ich bin total zufrieden. Ja, jetzt kommen hier noch im nächsten Video Schubladen rein. Wie gesagt, die erste oberste Schublade wird so sein, dass sie hier ist, quasi hier auf der Höhe. Und der Staub von der Tischkreissäge fällt einfach rein und kann dann nach dem Rausziehen der Schublade abgesaugt werden. Ich habe eben nicht mehr das Problem, dass ich ständig Staub unter der Tischkasse gehabt, sondern ich kann es einfach rausziehen, die Schublade und die Schublade aussaugen. Also ich hoffe, euch gefällt mein Projekt. Den zweiten Teil gibt es, wie gesagt, nächste Woche um 8 Uhr Samstag auf meinem Kanal. Bleibt dran, abonniert mich, es gibt noch was Neues. Und dann war es das für dieses Video. Alles andere gibt es nächste Woche Samstag. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.